sagst besser die Wahrheit. Du hast mein Wort. Dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eins. Warten. Sir! Bemannt die Barrikaden! Nein! Meine Männer müssen diese Stellung halten. Wenn die Roten durchbrechen, sind wir dran. Was soll ich dabei tun? Hör gut zu. Die Roten gebeten Schützen. Schießbefehl kurz bevor die Reihe bereit ist. Zu früh und sie verfehlt. Zu spät und der Feind wird das Feuer eröffnen. Verstanden. Und wenn ein paar der roten Bastarde durchbrechen, greif sie an. Halte meine Männer am Leben. Okay, hoffentlich kriege ich das hin mit dem Schützenbefehl da. Ach so, okay. Okay, schon klar. Oh. Jawoll. Alle abgeknallt. Rotrock-Truppen mit nur einem Befehl töten. Okay. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ach, was, wo schießen die denn hin? Wie kann ich denn jetzt hier... Das Signal abwarten. Sie sind durchgebrochen. Was? Wo denn? Oh, toll, ey. Nicht schießen. Jetzt knallt sie ab. Ich kann aber auch nicht vom Pferd runter, ne? Nee. Wow, 16 von 130 habe ich schon erledigt. Das ist natürlich... Macht euch bereit. Ups. Ja, die da drüben machen eh nicht wirklich was. Machen die aber. Feuer frei! Da kommen sie wieder an. Macht euch bereit! Feuer frei! Jawohl, gibt ihn. Alter, wie alle Patrioten weg sind. Scheiße, Mann. Ja, ich wusste von Anfang an, das wird nervig. Aber gut. Vorbereiten. Ich weiß ja noch nicht mal, wie ich hier Ziel auswählen kann. Nee, noch nicht. Noch nicht. Bis sie stehen geblieben sind. Jawohl, ja, das lief doch ganz gut. Ach, da sind auch welche. Okay. Das Signal abwarten. Ja, noch warten, jetzt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das lief doch gut. Macht euch bereit. Ja, wobei ihr schon... Ne, erstmal die hier drüben. Macht euch bereit. Feuer! Treffen die auch so? Ja, kriegen die dann sehr schön. Dann die da drüben. Wartet auf mein Signal. Das Signal abwarten. Feuer frei! Vorbereiten! Schießen! Feuer! Juhu! Bummt sie weg. So, hier drüben kommen gerade wieder welche angekackt, sehe ich. Das Signal abwarten. Läuft schon mal besser als eben. Auf jeden Fall. Ah, ich warte noch einen kleinen Augenblick eben. So. Da drüben kommt sie auch schon wieder. Wartet auf mein Signal. Feuer frei!
euch bereit. So, die hier erstmal gleich. Ja, okay, es ist doch einfacher als erwartet eigentlich. Man muss nur halt das Ganze ein bisschen uptime. Okay, langsam werden es ein bisschen mehr hier. So, die müssen nachladen, dann kann ich dort drüben schon mal hin. Und hier den Befehl zum Feuern geben. Wieder rüber und dort nochmal den Befehl geben, dann sind die tot. Und die können auch schon wieder feuern. Sehr schön. Dann haben wir es ja bald, hoffentlich. Jetzt sind die hier wieder dran. Feuer frei, juhu! Nicht schießen! Vorbereiten! Schießt! Ja, diesmal wird's was. Signal ab. Jetzt feuern! Nicht schießen, Feuer frei! Jawohl! Sehr schön, war einfacher als ich gedacht habe. Letztendlich doch. Gewusst wie. Naja. Es ist geschafft! Sie ziehen den Schwanz ein! Ja, gut. Jetzt darüber und dann den Rest ausschalten. Wo hab ich denn hier mein Tomahawk? Da ist es ja. Sehr gut. Na, da lagen aber eigentlich ein bisschen mehr rum, ne? Was geht ab? Oh. Uiuiuiui. Einmal schön durch. Das muss ein Monster sein, der so etwas tut. Wenigstens sind sie fort. Ich hätte ihn töten sollen, als ich konnte. Weißt du, wo Pitcairn jetzt sein könnte? Zurück in den vertrockneten Schoß der Briten, kein Zweifel. Dort formiert er sich neu und plant die nächste Gräueltat. Ich muss ihn finden. Je länger ich warte, desto mehr werden leiden. Kopf hoch, Freund. Viele, die heute sterben sollten, leben noch. Nur wegen dir. Und was ist mit denen? Wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Das ist nicht genug. Das ist es nie. Oh ja, die Gefechte von Lexington und Concord haben wir abgeschlossen. Ja, was war der zweite, was war das zweite optionale Missionsziel? War das das mit den Geiseln, die Geschichte? Ja, egal. So. Zur Unterstützung eures glorreichen Vorhabens. Ich hoffe, ihr akzeptiert meinen aufrichtigen Dank für diesen außerordentlichen Vertrauensbeweis. Doch im Fall unglücklicher Ereignisse, die meiner Reputation schaden könnten, bitte ich die Gentlemen in diesem Raum darum zu bedenken, dass ich in aller Ernsthaftigkeit erkläre, mich dem mir anvertrauten Kommando nicht gewachsen zu fühlen. Wahrlich, ich kann mir wirklich keinen geeigneten Mann denken. Möchte ich dem Kongress versichern, dass ich, da keine finanziellen Überlegungen mich hätten locken können, dieses schwere Amt anzutreten, auf Kosten meines häuslichen Friedens und Glücks, keinerlei Profit. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich werde über alle meine Ausgaben Buch führen. Diese, so hoffe ich, wird man ersetzen. Mehr verlange ich nicht. Connor, darf ich vorstellen? Das ist unser soeben gewählter Commander-in-Chief, George Washington. George Washington, den hatten wir doch mal umgebracht. Versehentlich. Waren allein die Patrioten. Ich habe ihnen nur geholfen. Ebenso bescheiden wie tapfer. Wir bräuchten mehr Männer wie dich. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich sollte mich lieber um Charles kümmern. Er scheint nicht sehr glücklich zu sein, dass man ihm bei der Entscheidung überging. Schön, dich kennenzulernen, Connor. Erinnere mich nicht daran. Was gibt es Neues zu Pitcairn?
Ich habe gehört, er zog sich nach Boston zurück, wo er von 1000 Rotröcken bewacht wird. Der einzige Weg, an ihn ranzukommen, ist, ihn herauszulocken. Zu deinem Glück starten wir eine Offensive gegen die Stadt, um genau das zu tun. Israel Putnam hat das Kommando über unsere Truppen. Wenn du ihm dies zeigst, wird er dir jede Hilfe geben, die du brauchst. Du findest ihn im Heerlager auf Bunker Hill. Du hast meinen Dank. Gern doch. Das war das Mindeste. Pitcairn ist ein gefährlicher Mann. Je eher wir ihn los sind, desto besser. Dasselbe gilt auch für Charles Lee. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die heben wir uns für später auf. Brich jetzt auf nach Boston, Connor. Ah, Charles Lee. Tja, mal schauen, wann der dran ist. Wahrscheinlich als Vorletzter oder so. Mal schauen. Oh, jetzt können wir hier mit wem reden? Okay, bis dann. Ja, ich bin ja schon weg. Interagieren. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Scotch Plains wieder. Sieht schon schick aus. Gucken wir mal auf die Map, wo wir hin müssen. Ja, dahin. Oh, klasse. Egal, da laufe ich querfeld ein. Juhu! Schön. Oh ja. So geht's auch bergab. Gut, und dann einfach hier rüber. Und das sollte es gewesen sein. Schwimmen? Nee. Komm, hier lang. Schwimmen dauert zu lange. Da sind wir zu Fuß schneller. Glaube ich. Kommt mir zumindest immer so vor, dass man beim Schwimmen so arschlangsam ist. Nicht. Ein Jagdrevier. Great Peace Hills. Oh, Hinweise analysieren. Was haben wir denn da für Hinweise? Oh, ein Hasen entdeckt. Ein Hase. Och, jetzt jagen wir hier einen Hasen oder was? Am Arsch. Mit Kuh konnte man hier, ne? Komm, schnappen uns den Hasen. Ach ja, ein bisschen verstecken geht ja auch. Das vergesse ich immer wieder total. Ah, scheiß auf den kleinen Hasen. Der nervt mich. Alter, wie der nicht stehen bleiben will, ne? Drauf geschissen. Oh, hier ist gleich ein neuer Hase. Zack. Haben wir uns den geholt. Schön Pelz. Bisschen Fleisch. Eine Pfote bringt Glück. Oh, streichen wir den Hund. Ich dachte zuerst, das wäre ein Wolf. Ich wollte den gerade abstechen. Streichen wir ihn nochmal, weil er so brav ist. So, hier haben wir es. Da ist ein Pferd. Sollen wir uns das Pferd gleich schnappen? Halt! Was ist dein Weg? Ganz ruhig. Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Okay. Folge mir. Der Kerl sieht irgendwie schon so aus, als würde er jeden Befehl befolgen, egal was es ist. Es ist nicht Bunker Hill. Nein, es ist Breeze. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston. Die Briten warten ab. Naja. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Ja, vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Aha. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengröße zu senden. Das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Oh ja, dafür werden wir sorgen. Vielleicht ist das...